Chvalen Jesus i Maria, Slava Jesusu Christu. Gelobt sein Jesus und Christus, Ehre und Lob sei Jesus Christus. Eminenzo, Eminenza, draghi Otze Kardinale, Otze Biskupe, Eminenz, lieber Kardinal, liebe Bischöfe, liebe Freunde, liebe jungen Freunde, Friede, Friede, Friede. Mir, Kraljice mir. Die Königin des Friedens. Königin des Friedens, ich bitte dich um die Gnade, dass ich all das ausdrücken kann, was mein Herz fühlt. Навчити вас смирення, мудрості та любові, тому що ви мені потрібні. Я не можу без вас, діти мої. Божою волею я вибираю вас, Його силою я вас зміцнюю. Я так само, як багато хто отримав заклик від Діви Марії, як і ви, від нас залежить, що ми зробимо з цим величезним даром, який також є великою відповідальністю. Dragi mladi, liebe Jugendliche, niemand ist hier zufällig. Jeder von uns ist speziell eingeladen und auserwählt worden von der Königin des Friedens. Sie hat in einer Botschaft gesagt, ich versuche durch mein Beispiel euch zu führen der Demut, Weisheit und der Liebe, denn ich brauche euch. Ohne euch kann ich nicht, meine lieben Kinder. Durch den Willen Gottes erwähle ich euch, durch seine Kraft stärke ich euch. Und ich habe auch diesen Aufruf von der seligen Jungfrau Maria bekommen, so wie ihr. Und von uns hängt es ab, was wir mit diesem enormen Geschenk tun werden, das auch gleichzeitig eine große Verantwortung ist. In Medjugorje bin ich das erste Mal in den 90er Jahren gekommen. Es ist sehr schwer, in Worte alles zu fassen, was mein Herz damals gespürt hat. Яка тримала мене за руку і показувала всі таємниці Меджугор'я. На той час я був молодим, 35-літнім священником, відчував себе малою дитиною, яку мама веде за руку і показує їй, що в житті найважливіше. Точно се січам тренутку. Ich erinnere mich genau an den Moment, als ich zum ersten Mal dieses heilige Land mit meinem Fuß betreten habe, in dem die Mutter Gottes jeden Tag vom Himmel hierher kommt. Ich spürte die ganze Zeit die wahre Gegenwart der Mutter Gottes. Sie hat mich an der Hand gehalten und sie hat mir all die Geheimnisse von Medjugorje gezeigt. Damals war ich ein junger Priester, 35 Jahre alt. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, in dem die Mama mich an der Hand hält und mir zeigt, was das Wichtigste im Leben ist. Bei der Rückkehr blieb ein Teil meines Herzens in Medjugorje, irgendwo zwischen den Steinen auf Podbrdo, dem Erscheinungsberg, Kreuzberg und der Kirche des heiligen Jakobus und in jedem Haus, das für mich wie das Elternhaus war. Служу в Харківсько-Запорізькій дієцезі, де зараз точиться жорстока війна. Хочу поділитися з вами тим, що моя дієцезія також збирає багато добрих плодів цього великого дерева під назвою Меджугор'є.
Його прекрасні гілки розходяться по всьому світі завдяки тим, хто відповідає на заклик Цариці миру, живущі її посланнями. Svečenik sam Ukrajini. Ich bin seit 1991 Priester in der Ukraine. Jetzt arbeite ich und wirke ich in Zaporozhko, die Diözese Charkiw, wo derzeit ein grausamer Krieg stattfindet. Ich möchte mit euch das Zeugnis teilen von vielen guten Früchten von diesem großen Baum, der den Namen Medjugorje hat, in dem meine Diözese auch diese Früchte erntet, denn diese Äste von diesem wunderschönen Baum sind in der ganzen Welt verbreitet und jene, die auf den Ruf der Königin des Friedens geantwortet haben und ihre Botschaften leben. Час процесі на Mladi Festi одна дівчина з України відчула наше покликання і місію молитися за мир в Україні та Росії. Вона стала монахинею кармеліткою нашої дієцезії. Її звуть Тереза Пія від Цариці Миру. Вона жертвує своє життя у тиші, молитві, усамітненні та здійснення планів миру Богородиці за мурами та гратами монастиря. Medjugorje ist der Ort, an dem Berufungen geboren werden. 1998, während der Prozession beim Jugendfestival, verspürte ein Mädchen aus der Ukraine diese geistliche Berufung und diesen Aufruf, für den Frieden in der Ukraine und in Russland zu beten. Sie wurde Karmeliterin in meiner Diözese. Ihr Name ist Teresa Pia von der Königin des Friedens. Sie opfert sich auf Gebete für die Verwirklichung der Friedenspläne unserer lieben Frau hinter den Mauern, Gittern des Klosters. Звістку про те, що я став єпископом, це підтвердження того, що Мати Божа справді робить багато чудес і сюрпризів для своїх дітей. Саме такою була і ця новина для мене. Єпископом я став 8 грудня на урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, що для мене особисто дороге. Als ich im Oktober 2010 auf einer Pilgerreise aus Zaporozhia ankam, ich konnte nicht bis zum Ende bleiben, weil Papst Benedikt XVI. Mir persönlich durch die apostolische Nunziatur diese Nachricht übermitteln wollte, dass ich Bischof geworden bin. Und das ist eine Bestätigung, dass die Mutter Gottes wirklich Wunder, Überraschungen für ihre Kinder macht. So wie diese Nachricht auch für mich eine Überraschung war am 8. Dezember, Fest der unbefleckten Empfängnis, wurde ich Bischof und das freute mich ganz besonders. Я вірю, що непорочне серце Діви Марії переможе зло. Війна завжди залишає глибокі рани на душі, і наслідки завжди жахливі. Але я бачив паломників, які на батьківщині пережили пекло війни, ненависті, зґвалтування, тортур. Серед них ветеранів, удів і дітей. І вони поверталися з Меджугор'я з надією та бажанням в серці пробачити іншим, а деякі з них і самі собі. 2014 begann der Krieg in der Ukraine. Ich glaube, dass das unbefleckte Herz der seligen Jungfrau Maria das Böse besiegen wird. Der Krieg hinterlässt immer tiefe Wunden an der Seele und Folgeerscheinungen sind immer schrecklich. Aber ich habe Pilger gesehen
und Soldaten, Witwen, Kinder, die in ihrer Heimat die Kriegshölle erlebt haben, Hass, Vergewaltigung, Folter, und die aus Medjugorje mit der Hoffnung zurückgekehrt sind und mit diesem Wunsch in ihrem Herzen, dass sie anderen vergeben und einige auch, dass sie sich selbst vergeben. Бо мама з нами, вона знає, як це важко і болюче, майже неможливо по-людськи. На руках нашої матері ми можемо виплакати весь біль, який є у нашому серці, і передати його Ісусові, що Він перемінив кожну сльозу на вічну нагороду та вилікував неприємні наслідки всіх злих учинків. Nirgendwo auf der Welt kann man so schnell und heilsam vergeben wie hier, genau hier. Denn hier ist unsere himmlische Mutter, sie, die weiß, wie schwer es ist und schmerzhaft, menschlich fast unmöglich, aber in ihrer Umarmung können wir jeden Schmerz übergeben, das, was in unserem Herzen ist, und es Jesus übergeben, damit er jede Träne verwandelt und all die unangenehmen Folgen der bösen Taten heilt. Скільки сповідей, скільки відпокутуваних гріхів і відроджень для нового життя ми можемо тут побачити, скільки надії з'явилося тут у людських серцях і скільки зранених людей знову віднайшли тут сенс життя. Я особисто дуже глибоко зворушений цим. Die Mutter Gottes wirkt in jedem Herzen ihres Kindes, das in dieses geistliche Krankenhaus kommt. Und Medjugorje kann man mit Recht so nennen, wie viele Beichten, wie viele bereute Sünden, Wiedergeburten. Das neue Leben hier, das, was wir sehen, so viel Hoffnung erschien hier in den Herzen der Menschen und wie viel Verwundete. Und alle haben einen Sinn bekommen. Ich bin persönlich von dem Ganzen sehr berührt. Багато хто боявся їхати в Меджугор'є, але кількість паломників з України залишалася великою. Лише на Різдво минулого року в Меджугорі перебувало понад 3,5 тисячі паломників з України. Відповідь на запитання, чому це так, ми отримали 24 лютого цього року. Під час пандемії Мати Божа особливо кликала українців, щоб підготувати Україну до великого випробування, яке зараз триває. Вона хотіла укріпити своїх дітей перед великим іспитом. Коли дійшла пандемія коронавірусу, als dann die Coronavirus-Pandemie kam, erschreckte sie die ganze Welt. Viele hatten Angst, nach Medjugorje zu gehen, aber die Zahl der Pilger aus der Ukraine blieb groß. Nur an Weihnachten letztes Jahr waren über 3.500 ukrainische Pilger hier in Medjugorje. Und die Antwort auf die Frage, warum das Ganze so ist, erhielten wir nach dem 24. Februar dieses Jahres, die Mutter Gottes während der Pandemie. Sie hat ganz besonders die Menschen aus der Ukraine aufgerufen, damit sie die Ukraine auf diese große Prüfung, Versuchung vorbereitet. Und sie wollte ihre Kinder stärken vor dieser großen Prüfung. Ми молилися за мир. Для мене була велика честь і особлива благодать брати участь в об'явленні Діви Марії 25 червня 2021 року разом із візіонерами Іваном і Марією
між якими я стояв на колінах, сьогодні я знаю, що Богородиця спеціально вибрала мене, щоб мене підготувати, зміцнити, наповнити силою своєї любові для служіння улюбленого українському народові. Задній пут. Das letzte Mal war ich hier letztes Jahr auf Pilgerfahrt zum 40. Jahrestag der Erscheinung der Mutter Gottes und wir haben für den Frieden gebetet. Es war eine große Ehre und eine besondere Gnade für mich, gemeinsam mit den Sehern am 25. Juni bei der Erscheinung teilzunehmen. Heute weiß ich, dass die Mutter Gottes mich ganz besonders vorbereitet hat, dass sie mich vorbereitet, mich stärkt, mit ihrer Kraft erfüllt, damit ich diene dem geliebten ukrainischen Volk. Дорогі діти, я з вами в цьому милосердному часі і закликаю вас усіх бути носіями миру та любові у цьому світі, де вас, дітоньки, Бог через мене закликає бути молитвою і любов'ю і виявом раю тут на землі. Це послання Богородиці від 25 листопада 21 року. Для мене це один із знаків тріумфу її непорочного серця. Це також знак того, що наближається весна церкви, про яку згадав святий папа Іван Павло ІІ. І сада тече ве 40 Und jetzt schon das 41. Jahr, seit die Mutter Gottes mit uns ist. Liebe Kinder, ich bin mit euch in dieser gnadenvollen Zeit. Ich rufe euch auf, dass ihr Träger des Friedens und der Liebe in dieser Welt seid, wo, liebe Kinder, Gott euch durch mich aufruft, damit ihr das Gebet und die Liebe seid und dieser Ausdruck des Himmels hier auf Erden. Das ist die Botschaft der Mutter Gottes vom 25. November 2021. Für mich ist dies ein Zeichen ihres Triumphs, ihres unbefleckten Herzens. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass der Frühling der Kirche kommt. Das, was der heilige Papst Johannes Paul II. Erwähnt hat. Насамперед, це особисте навернення кожного з нас. Кожен мій тяжкий гріх – це ракета, страшний снаряд, що нищить міста і людей на війні. Іншими словами, через свої тяжкі гріхи я теж винен у тому, що війна триває. Своїм наверненням я можу знищити цю зброю злого духа. Моя молитва – від серця і піст у смиренні та тиші мають силу зупинити війни. Можемо ли і ми ту доприняти? Що können auch wir da etwas beitragen? Was kann jeder von uns tun, um unserer Mutter Gottes zu helfen? Zuallererst ist dies die persönliche Bekehrung von jedem Einzelnen von uns. Jede schwere Sünde von mir ist eine Rakete, die die Städte und die Menschen im Krieg zerstört. Und wegen meinen schweren Sünden bin ich schuldig, weil der Krieg weitergeht mit meiner Bekehrung. Ich kann diese Waffe des bösen Geistes zerstört werden und mein Gebet mit Herzen und Fasten und in Demut kann Siege beenden. Вони усвідомлюють, що чиясь молитва, піст і покров Пречистої Діви Марії захищають їх від ушкоджень і смерті. Наші воїни покладаються на ту дуже потужну зброю, якою є розарій,
Їх часто можна побачити з розарієм на шиї, який вони носять біля серця. Розарій справді дуже схожий на рогатку Давида та п'ять камінців, які він мав у своїй торбі і якими переміг Голіафа. Зло сьогодні здається таким же могутнім, як Голіаф. Іноді ми відчуваємо, що перемогти його неможливо і що нам бракує сили та зброї. Войниці, з коїми в останнє время часто комуніціюємо, Die Soldaten, mit denen ich in letzter Zeit oft in Kommunikation bin, sagen, dass in den schrecklichsten Momenten, in denen die Menschen die Hoffnung verlieren, dann kommt die Hilfe vom Himmel. Sie erkennen und spüren, dass irgendein Gebet von jemandem, das Fasten, dass es so ist wie der Schutzmantel der reinen Jungfrau Maria, das, was über sie verbreitet ist und es schützt sie vor Verletzungen und Tod. Und die Soldaten, die wahrhaftig ihren Rosenkranz um den Hals tragen, und dieser Rosenkranz ist nämlich so wie Davids Schleuder, die fünf Steine, die sie in ihrer Tasche haben. Und Goliath besiegen, das Böse scheint heute so mächtig wie Goliath und manchmal scheint es so und schaut so aus, als sei es schwer zu besiegen und dass uns Kraft und die Waffe fehlen. Aber durch Rosenkranzgebet und häufige Beichte, die Heilige Kommunion, das Wort Gottes, es gewinnt. Навіть у найважчих обставинах цієї війни. Але молитвом Крунице, чистом ісповіді, свят... Durch das Rosenkranzgebet, die häufige Beichte, heilige Kommunion, das Wort Gottes, Gott gewinnt durch unser Gebet, unsere Treue. Deshalb ist heute unsere Aufgabe, dass wir uns an die Mutter Gottes halten, Gott treu bleiben. Und auch in den schwierigsten Umständen des Krieges. Але згідно з Божою волею, усі разом із моїм сином ви можете все змінити та зцілити світ. Die Mutter Gottes lehrt uns, dass wir durch das Gebet und die Liebe alles erreichen können, sogar das, was für uns unmöglich scheint. In einer Botschaft sagt sie, als Einzelne, meine lieben Kinder, könnt ihr nicht das Böse aufhalten, das in dieser Welt herrschen möchte und diese Welt zerstören möchte, aber nach dem Willen Gottes alle zusammen mit meinem Sohn könnt ihr alles ändern und die Welt heilen. Мільйони розарів були передані в Україну завдяки багатьом доброчинцям, які невтомно поширюють цю набожність. Ті, хто навчився молитися розарію в Меджугорі, також навчають інших. Прошу вас всіх, дорога молоде, даруйте розарій тим, хто хоче його мати в Україні, в світі, вашим близьким. Die letzten Jahre in der Ukraine wurden Millionen von Rosenkränzen geschenkt, indem wir dankbar sind vielen Menschen, den Wohltätern, die diese Frömmigkeit verbreiten, jene, die in Medjugorje den Rosenkranz beten gelernt haben. Sie lehren so auch andere auf gleiche Weise. Ich bitte euch alle, auch liebe Jugendliche, dass ihr Rosenkränze schenkt für all jene, die in der Ukraine sind und die sie nicht haben, aber sie gerne haben möchten. Хто переживає страх і втрачає надію, розарій дасть їм упевненість, що мати їх захищає.
Der Rosenkranz ist die stärkste Waffe gegen das Böse. Euer Rosenkranz wird in die Ukraine gesandt werden, in die Hände jener und derer, die darauf warten, die Angst empfinden und die Hoffnung verloren haben. Aber der Rosenkranz wird ihnen dies geben, diese Gewissheit, dass die Mutter Gottes sie beschützt. Auf der Wiese von meiner linken Seite steht ein Stand mit der Aufschrift Dein Rosenkranz für die Ukraine, wo jeder die Möglichkeit hat, seinen Rosenkranz zu spenden, zu schenken. Und nach dem Jugendfestival, wir werden die Rosenkränze in die Ukraine bringen, an diese Orte, wo sie am dringendsten benötigt werden. У моєму серці народжується велика надія, що Бог переможе, що світ стане прекрасним і що перемога непорочного серця Діви Марії відновить нас і увесь світ. Дорогі молоді, liebe Jugendliche aus der ganzen Welt, wenn ich euch hier anschaue in diesem Heiligtum versammelt, in meinem Herzen wächst eine große Hoffnung, dass Gott gewinnen wird, dass die Welt sehr schön sein wird und dass der Sieg des unbefleckten Herzens der Jungfrau Maria auch uns erneuern wird und die ganze Welt. Стане помічником нашої небесної матері. Вона називає нас апостолами моєї любові. Möge daher jeder von uns heute ein Helfer unserer himmlischen Mutter werden. Genau so nennt sie uns auch, Apostel meiner Liebe. Я був в Меджугорі 2 травня. Це було ще в той час, коли Богородиця являлася візіонерці Мір'яні і закликала нас молитися за тих, хто ще не пізнав Божої любові. Після об'явлення ми відслужили святу месу в спільноті Ченакуло. Були паломники з різних країн колишнього Радянського Союзу, українці, росіяни, литовці, латиші, білоруси, молдовани, поляки, словаки. І ми всі відчували себе як брати і сестри однієї Небесної Матері, яка зібрала нас на молитві навколо вівтаря. Pilgerte ich hier, und zwar das war am 2. Mai, als die Mutter Gottes der Seherin Mirjana noch erschienen ist und sie hat uns eingeladen, für jene zu beten, die die Liebe Gottes noch nicht kennengelernt haben. Nach der Erscheinung haben wir die Heilige Messe in der Gemeinschaft Ginnakulo gefeiert. Die Pilger kamen aus unterschiedlichen Ländern der ehemaligen Sowjetunion, Ukrainer, Russen, aus Lettland und Litauen, Weißrussland, Polen, Slowaken. Und wir alle fühlten uns als Brüder und Schwestern einer himmlischen Mutter, die uns im Gebet um den Altar versammelt hat. Попереду в нас довга дорога, але Мати Божа з нами. Вона допомагає нам будувати нові мости. Віруємо, да є сам того могуче опет бити з Ich glaube, dass man zusammen wieder in Liebe sein kann. Das ist dieser einzige Weg in der Aufopferung mit Jesus zusammen, mit der Mutter. Und wir haben einen langen Weg vor uns, aber die Mutter Gottes hilft uns, neue Brücken zu bauen. Закликаю і вас молитися за це кожного другого числа місяця. Будь-яке зло у світі має свій корінь саме у цьому, у нестачі Божої любові. А коли ми молимося за Божу любов, ми молимося за мир. Bei dieser Gelegenheit lernte ich,
für die wichtigsten Anliegen zu beten, und zwar für jene, die die Liebe Gottes noch nicht kennengelernt haben. Ich lade auch euch ein, dass ihr dies tut, jeden zweiten im Monat. Und das Böse in der Welt hat genau darin seine Wurzeln, zwar im Mangel an der Liebe Gottes. Und wenn wir um die Liebe Gottes beten, dann beten wir um den Frieden. Möge Gott euch segnen, möge er euch beschützen und euch die geistige Kraft schenken auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria, der Erzengel aller Engel und Heiligen. Amen. Разом помолитися за наш український народ, який кровоточить та переживає свою хресну дорогу. Це надзвичайна благодать разом молитися і водночас посвятити себе непорочному серцю Марії. Продовжуємо це робити щодня, і коли ми повернемося додому, цьому серцю обіцяна велика перемога. Und am Ende, ich bitte Sie und bitte euch demütig, dass wir gemeinsam für unser ukrainisches Volk beten, das blutet und ihren Kreuzweg durchlebt. Es ist eine außerordentliche Gnade, gemeinsam zu beten und sich gleichzeitig dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. Führen wir dies jeden Tag aus, und dann, wenn wir nach Hause kehren, denn diesem Herzen ist dann versprochen, dass es gewinnen wird. Усі народи та країни, з яких ми приходимо, церкву та цілий світ, Твоєму непорочному серцю посвячуємо і цей маніфест. Нехай здійсняться Твої плани миру, Твої наміри і перемога Твого непорочного серця з нами та через нас. Амінь. А зараз, дорогі друзі, разом з оркестром ми всі заспіваємо прекрасну пісню, українську пісню «Цариці миру». Нехай це буде наша молитва за мир, мир в наших серцях, сім'ях і всьому світі, особливо за мир в Україні. Майко, Mutter, deinem unbefleckten Herzen weihen wir uns, unsere Familien, alle Völker und Länder, aus denen wir kommen, die Kirche und die ganze Welt. Deinem unbefleckten Herzen weihen wir auch dieses Jugendfestival. Mögen deine Friedenspläne verwirklicht werden, deine Anliegen und der Sieg deines Herzens mit uns und durch uns. Amen. Und jetzt werden wir zusammen alle ein wunderschönes Lied singen, der Königin des Friedens. Möge dies ein Lied für den Frieden sein. Und das Gebet für den Frieden in unseren Herzen, für die Familien, die ganze Welt und ganz besonders für den Frieden in der Ukraine.